So Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren Video von Gemstone Legends und es geht wieder um Arena-Kämpfe. Wir kümmern uns um Shebo und um Nebu. Ich hoffe, wir kriegen beide in einer Folge hin. Wir werden es sehen. Genau, wieder packende Kämpfe werden. Aber wieder einmal, ne? Wer dieses Spiel auch gerne spielen will, am besten über den Link in der Videobeschreibung. Ja, damit unterstützt du mich. Da kommst du dann auch direkt in den Play Store und hast die Möglichkeit dann, oder nicht die Möglichkeit, du kriegst feste einen Startbonus im Wert von 50 Euro, wenn du dir das Spiel über diesen Link downloadest und dann in dem Gildenchat Raute Archon 2020 Raute eingibst. Ja? Wie das alles funktioniert, zeige ich dir jetzt einmal. Dieser Startbonus sieht wie folgt aus. Da haben wir 2 Millionen Münzen, 20 Goldschriftrollen, 30 Silberschriftrollen, 500 Diamanten. Das alles, wie gesagt, im Wert von 50 Euro. Super Start. Spritze, ja, um mit allem erstmal klarzukommen. Ja, 20 Goldschriftrollen heißt mindestens 3 Sterne hält. Kann man also schon mal gut was machen, hat man schon mal ein bisschen was zu leveln. Ne? So, wie man diesen Code dann eingibt. Ja, also wie gesagt, du lädst dir das über den Link runter, dann spielst du das Tutorial und wichtig dabei, ja, das ist wichtig. Innerhalb von 3 Stunden musst du diesen Code eingeben, nachdem du dir das Spiel gedownloadet hast, sonst verfällt er. Und das sieht man einfach, kann man einfach dann machen, wenn man hier auf diesen Chat geht. Dann gibt man das zum Beispiel, Gildenchat ist jetzt nicht, wirst du nicht haben, ja, aber hier oben ist halt auch noch der weltweite Chat. Da kann man das dann auch machen und dann gibt man da einfach Raute Archon 2020 Raute ein und dann auf OK senden und dann kommt das hier oben in diese Box rein. Ja, da wird alles zwischengespeichert. Bei mir sieht man jetzt Artefakte noch, die ich noch mehr angucken muss. Da drin ist das dann der Startbonus. Und dann bist du auch herzlich eingeladen, in eine Allianz von mir zu kommen. Ja, in der erster Linie ist dann die Ground Zero Allianz was für dich. Da werden erstmal die Neuankömmlinge, die Anfänger aufgenommen oder rein manövriert, um das Spiel kennenzulernen. Wir haben Laiengruppen, da gibt es dann Hilfe, wenn da viele Fragen sind. Am Anfang ist es ein bisschen schwierig, das gebe ich zu, ja, aber wenn man einmal drin ist, dann passt das eigentlich. Und ja, dann, wenn man irgendwann stark genug ist oder dann merkt, okay, die Ground, das wird jetzt, ist jetzt, ich bin für den nächsten Schritt bereit, dann kann man in die zweite und in die dritte, in die erste Allianz wechseln, ja, alles kein Problem, man muss dann halt gucken, wie das dann mit dem Platz aussieht und sowas, aber wir sind alle in einer Gruppe, wenn da meiner kürzer treten will, wegen Urlaub oder keine Ahnung was, dann kann man da auch hin und her switchen, das ist kein Problem, aber auch für Tipps und Tricks, die Line-Gruppen, eine super Möglichkeit, ja, ist natürlich in erster Linie für Leute, die auch in einer von den Allianzen sind, ja, also Generation Creation oder Ground Zero. Aber ich weiß halt nicht, also ich würde jetzt wahrscheinlich auch jemanden aufnehmen in die Line-Gruppe, der halt nicht in dieser Allianz ist, einer von denen, ja, also ich sehe das nicht ganz so eng, ja, wir sind eine Community, wir sollten da zusammenhalten, ne, so, wo wir jetzt um Zusammenhalten reden, will ich jetzt mal meinen Leuten aus der Allianz einen auf die Mütze geben. So, fangen wir mit Nebu an. Würde ich sagen. Sarkon, der macht ganz viel Damage über Zeit. Wir wollen Guinevere eigentlich rausnehmen. Was macht sie denn nochmal? Basieren, okay, Schaden, alles klar. Okay, also ich habe eigentlich, muss ich sagen, meinen Alexander nach dem Kampf mit Haldan sehr lieb gewonnen. Ich würde hier tatsächlich, okay, er hat den Heilungsdrachen dabei. Wir haben 2 Heiler, das ist natürlich blöd. Aber auf die kann ich ehrlich gesagt nicht verzichten. Ja. Wir nehmen aber auch den Drachen mit der Heilung blockiert wegen Guinevere. Wir haben jetzt hier den Spott. Wir könnten auch Sophia mitnehmen. Statt den Torbjörn. Würde ich sogar sagen. Wir nehmen Sophia mit. Und du siehst, es macht auch keinen Unterschied, hier Mono zu spielen oder 3-2 oder sowas. Es kommt einfach auf die Konstellation der Helden an. Ja?
Und wir haben halt hier Gladiosa mit Mega Damage, den sie machen kann. Sophia kann viel Damage machen. Er kann das alles auf sich beziehen und zwei Heiler. Ne? Ja, da erhöht den Genauigkeitswert aller Verbündeten in der Arena um 40%. Okay. Wir haben den Death-Wert erhöhen um 25. Hier ist der Death-Wert um 30. Das heißt, sie wird erstmal Leader. Okay, Nebu, komm, dann lass uns mal anpacken. Ja? Okay, Sarkon, das ist das Problem schon. Der ist prinzipiell sehr schnell, der Typ. Ich hoffe, er löst jetzt nicht gleich aus. Okay, Guinevere. Okay, Sarkon. Ah, das ist schon das Problem. Sarkon ist jetzt voll, sie auch. Wir müssen zusehen, dass wir unsere roten, also T6 kriegen. Aber noch wichtiger ist auch, gewinne wir. Ich spiele das tatsächlich so, weil das geht dann mit, also mit Grün und was. Okay, ist besser gelaufen als gedacht. Okay, widerstanden. Da, siehst du, da kommen nämlich jetzt diese ganzen Statuseffekte. Dann die hauen jetzt rein, deswegen wollte ich gewinne wir, die haut schon mal einen weg. Ne? Jetzt müssen wir gucken, dass wir unseren T6 angreifen. Achso, warte mal. Ja, ich wollte eigentlich gewinne wir hier markieren. Wobei, die Heilerin nehmen wir eh raus. Eigentlich ist Sarkon der, der mir am meisten Bauchschmerzen bereitet. Wir nehmen, wir machen gelb hier ruhig und hier nochmal die roten. Jetzt haben wir T6. Das ist erstmal alles ein bisschen besser. Jetzt ist das Leben besser geworden. So, machen wir den Heildrachen ruhig mal an. Heilung blockieren. Alexander an. So. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt, also das Board, das gibt nicht viel her. Ah, geht ruhig alle auf ihn. Alles gut. Ah, komm, alle auf Alexander. Immer drauf da. So, Sarkon macht jetzt gar keinen Damage, ja, weil er hat diesen Schaden nur über Zeit. Lassen wir die da einmal sich austoben. So, jetzt sind wir wieder dran. Ah, wohl Sophia. Was macht die denn dazwischen? Gut, dann. Okay, das war jetzt nicht so cool. Guinevere macht schon mal eine Sache weg. Tempo erhöhen. So, wir gehen auf Sarkon. Versuchen den jetzt erstmal rauszunehmen. T6 können wir noch warten, wobei wir haben viele rote. Dann wäre er wieder geladen. Aber wir warten mal noch. Gucken erstmal, was hier noch so passiert. So. Zack, zack, zack. Machen wir das so. Okay, machen wir den Drachen an. Dann Sarkon holen wir jetzt weg. So, einer weniger. Dann kümmern wir uns als nächstes um ihn hier. Auch immer irgendwie ein Dorn im Auge. Gucken, wie viel der aushält. Ah, okay. So, wir haben wieder das Spotten an und das Reflektieren. Ja, das heißt, da hauen sie sich jetzt auch noch gegenseitig immer ein bisschen rein. Okay. Mal wieder ein bisschen den Alexander heilen. So. Gladiosa legt wieder los, ja, man kennt es. Die Olle, die ist schon geil. Die einfach allein an Damage macht.
Ach Mist, er ist zuerst dran. Habe ich nicht gesehen. Ich hab, obwohl, korrekt. Er hat ja Stille. Nee, warte mal. Hä? Bin irritiert. Eigentlich wäre er da jetzt gerade dran gewesen. Aber habe ich kein Problem mit. Machen wir so. Das so und das spielen wir dann nochmal so. Jetzt einmal darauf achten, was er wieder abkriegt. 1155 zweimal, ja. Das ist schon nicht ganz ohne. Also wir müssen wieder gucken, dass wir Alexander an den Start kriegen. Da. Gucken wir mal, dass wir ihn vielleicht wegkriegen, bevor sie heilt. Das schaffen wir nicht. Aber Heilung blockieren. Na, dann schaffen wir es doch. Haha. Okay. Oh, das war nicht gut. Habe ich Tesix nicht ausgelöst gerade? Ah, da war dann irgendein Fehler. Da habe ich einen Fehler gemacht. Eigentlich hätte ich Tesix haben wollen. So, fürs Reflektieren. So, wir kümmern uns um sie. Die Damage-Leute erstmal weg, ja, weil dadurch, dass wir Heilung blockieren, neutralisieren wir da ein bisschen Guinevere. So, blauer Diamant, da und da. So, wir machen das am besten so. Die roten nehmen wir auch mit. Lila nehmen wir auch. Das ist immer ganz gut. Schön für Gladiosa. Ja, im Moment habe ich kein gutes Timing, was mein Reflektieren hier und Verspotten angeht. Können wir mal reflektieren. So, jetzt holen wir uns mal auch. Alexander. Ach, der ist noch nicht voll. Ah. Alexander, was ist da los? Na, jetzt aber, zack. Jetzt müsste er voll sein. Okay. So, jetzt ist wieder schön. Jetzt läuft es wieder. Ein bisschen gucken, dass man immer auf den Alexander da aufpasst. Jetzt ist natürlich wieder Gladiosa da mit ihrem Schaden, ne? Mal wieder gucken, was da abgezogen wird. Guck mal. Fast von allein weg. Um sie brauche ich mich jetzt gar nicht kümmern. Die fällt beim nächsten Move, wenn sie dran sind. Kommen wir uns als nächstes um Sophia. Da, nehmen wir die so. Ey, ich hab dich da markiert. Was war da los? Egal. So, dann kümmern wir uns jetzt um Sophia und dann und gewinnen wir zum Schluss, weil das ist nämlich das Problem bei der. Die heilt sich ja, wenn sie zuerst einen Angriff abkriegt. Also wenn ich jetzt ein Special hätte, was auf alle geht. Ja, dann wird sie ja auch getroffen und sie heilt dann. Und sie heilt dann alle. Das ist dann immer ein bisschen nervig. Deswegen sehe ich immer zu, dass ich erstmal die Hitter wegkriege. Und mit dem Drachen, der Heilung blockiert, ist sie halt erstmal größtenteils rausgenommen. Kann dann nicht heilen. Sie nimmt einen negativen Status jetzt gleich weg. Also wenn sie ein bisschen voll hätte. Und das war's dann. Jetzt kommen wir bei Sophia, da geht es jetzt auch runter. Boom. So, dann gib mir mal noch ein bisschen Rot hier. Machen wir das so. Hier nehmen wir noch vier Gelbe für Guinevere. Und so.
Ah, ich habe einen grünen Diamanten da jetzt gerade übersehen, ne? Ist aber nicht schlimm. Sie stirbt jetzt beim nächsten Mal. Jetzt siehst du gleich. Oh wow, das ist aber, sie hat ein bisschen Geld, aber. Oh, sie hat extrem wenig Leben oder Death. Hätte ich das eher gewusst? Also Nebu, da musst du noch mal gucken. Deine grüne Wir, die ist sehr leicht zu killen. Habe ich nicht mit gerechnet, deswegen hätte ich sie viel eher angegriffen. Aber sie, hast du gerade selber gesehen, ja? 10.000 Schaden von Sophia, das war extrem. Aber hier auch Gladiosa wieder, ne? Ja, also da grüne wir, würde ich noch ein bisschen gucken, dass du da Def und Leben drauf kriegst, ja? Die anderen waren soweit okay, aber hast halt gesehen, durch Alexander, durch Tesix konnte ich Sarkon geil rausnehmen. Ne Cyril hat mich jetzt auch nicht so gerade so umgehauen. Ja, aber na, bei Günewir würde ich definitiv noch mal ein bisschen nachhaken. So. Wir machen Stebo jetzt auch noch. So, Freya, Cyril. Heilung auch blockiert da bei mir. Wir nehmen den auch mit für Günewir. Busei müssen wir aufpassen, die ist so wie Sarkon, ja, macht ganz viel Mist, ganz viel Kram, den wir nicht brauchen. Er hat auch die Leader-Fähigkeit auf Sophia. Okay, ich bin gespannt. Okay, wir gucken, dass wir unsere drei bestimmten den Start kriegen. Ah, das ist natürlich jetzt nicht gut. Oh, er hat den blauen Diamanten da nicht gemacht. Okay, ich bin ein bisschen überrascht. Aber wen wollen wir denn zuerst weghaben eigentlich? Aber Guinevere hat schon. Vielleicht ist die tatsächlich gar nicht mal so schlecht, dass wir sie weghauen. Wir haben schon mal einen Verspotten drauf. Das ist schon mal gut. Grüne wir brauchen wir selber. Oh, ganz viel Blau, das ist nicht gut. Eieiei. Jetzt ist er betäubt. Aber wenn wir Glück haben. Ah, Betäubung ist noch drauf. Na gut, nicht schlimm. Ich glaube, ich kümmere mich hier doch tatsächlich erst um Günevir. Obwohl doch, die macht eigentlich einen guten Eindruck. Hat das gerade ein bisschen getäuscht. Ja, machen wir das so. Okay, das täuscht bei ihr. Okay, schön, dass die jetzt alle ausgelöst haben. Sehr gut. So, ich möchte auch einmal Heilung blockieren, bitte. Aber wir haben jetzt hier sehr viel Lila. Wir kümmern uns da mal. Und gewinne wir erstmal weiter. Aber Gladiosa hat sie schon so stark bearbeitet. Wir müssen erstmal gucken, dass wir unseren Alexander wieder an den Start kriegen, obwohl er ist immer noch betäubt. Komm, Günewir kriegt erstmal nochmal einen. Badaboom. Wieder zwei Dinger dazugefügt. So. Okay, jetzt müssen wir erstmal. Ich hoffe, Kusai löst nicht aus. Oh, Freya löst.
Könnte wehtun. Ach, er löst doppelt aus. Das ist natürlich uncool. Ach, und er ist betäubt. Das ist nicht gut. Okay. Siehst du, das ist, wird jetzt interessant. Okay. Okay. Er ist jetzt ein bisschen nach hinten losgegangen. So, wir müssen mal gucken, dass wir jetzt möglichst viele gelbe rankriegen. Das sollte erstmal reichen. Okay, so, grüne wir an. Okay, die Freya hat extrem viel. Wow, die hat echt viel, aber sie wird jetzt gleich nicht auslösen. Das ist schon mal gut. So. Wir machen den nächsten Status weg. Ja, verspotten an. Okay, also ich weiß nicht, ob ich sie weiter bearbeiten sollte. Machen wir aber trotzdem. Ey, lass das sein. Wir machen den. Die Sophia hat wieder, also meine Sophia hat widerstanden, das ist gut. Okay, so einmal wieder weg. Da ist jetzt ordentlich drauf, ne? Wenn wir da jetzt nochmal drauf gehen. Da wieder Stille. Okay, perfekt. So, die ist jetzt erstmal ein bisschen rausgenommen aus der ganzen Sache. Du machst erstmal deinen Spot wieder. Gucken wir mal, dass wir... Jawohl, perfekt. Okay. Lass uns mal gucken, wen wir da als nächstes versuchen wegzuhauen. Also, Freya, okay, ja, die wird dadurch draufgehen, denke ich. Naja, die Menge will Blut sehen. Ja, nicht nur die Menge. Wir machen das so. Ich werde schon mal hier mit Usa ein bisschen am Keks gehen. Ah, das auch schon mal. Dann jetzt hauen wir ja gleich weg. Das sollte dann ausreichen, eigentlich. So, das geht dann hier noch in grün über. Okay, wunderbar. Okay, perfekt. So. Nächstes Ziel, Kusai. Das so, so. Das Problem ist, dass ich jetzt halt Entesix nicht mehr habe, ne? Der hätte das extrem einfacher für uns gestaltet. Aber was nicht ist, ist nicht. So, mal gucken, wie wir das hier am besten machen. Wir machen das so. Dann holen wir uns ja auch noch einen gelben. Ah, Guinevere ist noch nicht am Start, okay. Ich hätte bessere Matches machen können, aber ich wollte Guinevere haben, weißt du? Zur Heilung. Und dass sie mal jetzt auch wieder negativen Status wegnimmt. So, Kusai hat da eigentlich erstmal genug zu tun. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf ihn. Wir gucken, dass wir unsere Lilanen an den Start kriegen. So. Okay, Sophia macht extrem viel Damage.
Das war blöd. Ich konnte ihm die. Jetzt sind ja ganz viele blaue noch gekommen. Das war nie so geplant, aber gut. Alexander hält auch extrem viel aus, ne? Machen wir es so. Gladiosa ist echt der Schlüssel. Gladiosa, muss ich echt sagen, die regelt das hier wirklich eigentlich nach und nach mit ihren Statuseffekten alles von alleine. Also wer Gladiosa hat, Level. Level sie einfach. So. Da, 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 da. Nehmen wir den blauen noch. Oh, der Drache ist jetzt unnütz. Kommt keine Heilung mehr. So, ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir dann Sophia bei uns und Gladiosa auch bei uns an den Start kriegen. Das sind jetzt die, die den dicken Damage noch machen. Und dann das Match für uns dann entscheiden. Ah, roter Diamant da. Hier, ne, ganz dicke Combo. Ausgerechnet dann, wenn sie dran ist. Also typisch. So. Hier nehmen wir das so, so, so. Brauchen weitere Lilane, das passt so. Einmal an, du einmal an. Okay. Sehr gut, so und so und so. Hat extrem viel Damage, den sie jetzt kriegt. Ja, und wenn du mal wieder drauf achtest, wie viel das wird. 1, 2, 3, 4, 5. 6.000 ungefähr. Über 6.000. Das als Belohnung dafür, dass sie dran war, weißt du? Das ist schon enorm. Und auch hier bei dem Kampf, und auch gerade gegen Nebu, würde ich Alexander nicht unterschätzen. Er hat halt eine extreme Supporterrolle hier eingenommen, die ihn auch extrem wertvoll macht. Okay, also ich bin positiv überrascht. Ich hätte gedacht, dass ich gegen alle drei verliere. Aber dann sind meine Helden doch mittlerweile, guck mal, Gladiosa, 157.000 Schaden. Also sind die dann doch besser mittlerweile, als ich gedacht habe. Das freut mich natürlich. Tut mir leid, Jungs, ja, aber ihr habt angefangen. Ich habe mich nur gewehrt. Gut, das war dann die zwei Arena-Kämpfe gegen zwei Allianzmitglieder, Shebo und Nebu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.